Rentenchaos in der Ampelregierung. Das Rentenpaket 2 soll bis Juli 2024 beschlossene Sache sein, so sagt es Kanzler Scholz. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, es ist wirklich nicht mehr zum Aushalten. Es ist nicht mehr zum Aushalten, was die FDP hier für ein Chaos anrichtet in der Ampelregierung. Finanzminister Lindner dreht jetzt völlig am Rad. Er hat mit dem Bundesminister Hubertus Heil schon beschlossenen Rentenpaket 2 den Riegel vorgeschoben. Er hat gesagt, das ist alles zu teuer, da gibt es Beitragssatzerhöhungen und das ist mit der FDP nicht zu machen und deswegen geht das alles nicht und die wollen die Rente mit 63 abschaffen, die wollen also quasi bei der Rente sparen, die wollen beim Bürgergeld sparen, die wollen ein Schuldenmoratorium, die wollen ein Moratorium einführen, drei Jahre lang keine Erhöhung von Sozialausgaben, alles auf dem Rücken der Ärmsten und Armen und Rentnerinnen und Rentner und zukünftigen Rentnergenerationen. Hier, was die FDP veranstaltet. Meine Damen und Herren, es ist unglaublich, was hier in diesem Land los ist, dass die FDP sozusagen uns in den Würgegriff nimmt für ihre parteipolitischen Interessen. Was steckt da eigentlich dahinter? Ich kann es Ihnen ganz klar sagen, da steckt nichts anderes als wahltaktisches Kalkül dahinter. Der FDP geht sozusagen die Luft aus. Wir haben drei kommende Landtagswahlen in Ostdeutschland. Dort stehen die Umfragewerte für die FDP in Thüringen und in Sachsen extrem schlecht. Bei 2,5%. Mehr kommen die da nicht mehr. Die kommen dort in die Landtage nicht mehr rein. Das heißt also, die FDP wird am politischen Einfluss in Ostdeutschland verlieren. Wie es in Brandenburg aussieht, auch nicht besser. Meine Damen und Herren, Europawahlen stehen an. Hier blasen jetzt sozusagen die FDP-Leute nach vorne und wollen noch retten, was zu retten geht. Denn ihre Ampelregierung oder ihre Mitregierung in der Ampel hat ja dafür gesorgt, dass sie so extrem schlecht in Deutschland dastehen. Und es kann ja auch letzten Endes passieren, dass sie bei der Bundestagswahl im Jahr 2025 auch nicht mehr mit dabei sind, weil sie die 5%-Hürde nicht schaffen. Die FDP macht ja ganz knallharte Klientelpolitik. Sie will also im Grunde genommen nichts anderes auf Kosten der Ärmsten, der Armen, der sozial Schwachen in Deutschland hier Politik betreiben und Sozialausgaben kürzen bis zum geht nicht mehr. Und das, meine Damen und Herren, macht Kanzler Scholz definitiv nicht mit. Auch der Gewerkschaftsbund DGB sagt klipp und klar, die FDP hat kein Herz für die Leute, die sich lange Jahre krumm gearbeitet haben. Ja, das sehe ich genauso, meine Damen und Herren. Die FDP haben für die Menschen in Deutschland kein Herz, die soziale Probleme haben oder die hart gearbeitet haben, 45 Jahre. Aber dafür hat ja die FDP auch letzten Endes nur ein eigenes Herz für sich selbst und ist ja auch nicht dafür, dass sie ihre eigenen Politikerpensionen abschaffen oder kürzen wollen. Nein, da hört dann der Spaß wirklich auf bei der FDP. Da machen sie natürlich auch nicht mit. Aber letzten Endes sage ich schlicht und ergreifend, Leute wie Christian Dürr, FDP-Fraktionschef im Bundestag, der für ein flexibles Rentenalter wirbt, der für eine Abschaffung der Rente mit 63 wirbt, alles Leute, die selbst von diesen Regelungen nicht betroffen sind. Meine Damen und Herren, wie es weitergeht, wir wissen es nicht. Ob die Ampel auf dem Spiel steht, wir wissen es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre es eigentlich wurscht. Ich kann die FDP nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Am liebsten sollen sie auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Ich bin der Meinung, sie soll aus der Ampelregierung raus. Die Ampel kann auch noch unter bestimmten Voraussetzungen in einer Minderheitsregierung bis 2025 regieren. Was passiert in den nächsten Jahren? Sowieso nichts mehr. Und deshalb können wir das eine Jahr den Kanzler Scholz auch vorne auf der vordersten Bank auch noch ertragen. Und dann ist sowieso auch Schluss dort mit ihm. Der wird mit Sicherheit Kanzler wahrscheinlich 2025 auch nicht mehr Bundeskanzler werden. Also meine Stimme hat die SPD auch nicht. Dazu hat sich viel zu viel soziales Porzellan zerschlagen. Aber letzten Endes, meine Damen und Herren, ist das, was die FDP hier betreibt, ein Frontalangriff auf die gesetzliche Rente, ein Frontalangriff auf
wohlerworbene Rechte. Und das sind ja gerade die FDP-Leute, die das wissen müssten. Da sind ja viele Juristen mit dabei, dass das so nicht geht, dass ich hier nicht einfach in rentenrechtliche erworbene Positionen eingreifen kann. Die Rente mit 63, die die FDP ja gerne abschaffen möchte, die schafft sich ja in der Fassung, wie wir sie nach Paragraph 236b SGB VI haben, sowieso mit dem Geburtsjahrgang 1964 ab. Dann kann ich ja sowieso nur mit 45 Jahren und mit Vollendung des 65. Lebensjahres dann in diese Rente abschlagsfrei gehen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Problem sein soll, mit 65 in Rente zu gehen. Ich denke mal, wer mit 65 in Rente geht, der weiß schon ganz genau, was er ein Leben lang gemacht hat, nämlich gearbeitet, damit auch die FDP-Leute nämlich ihre hohen Politiker- und Beamtenpensionen bekommen können. Das finanzieren wir nämlich als einfache Bürger dieses Landes auch mit. Und das verschweigt aber die FDP auch gerne. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Sie merken schon, ich bin da ein bisschen emotional. Die FDP ist für mich ein absolutes No-Go. Es ist eine antisoziale Partei. Es ist eine Partei der Reichen und der Steuervorteile. Mehr steckt da nicht dahinter. Ich halte die FDP für nicht mehr regierungsfähig und die sollen einfach wirklich auf die letzte Bank hinten im Bundestag und sollen einfach mal für ein paar Jahre die Klappe halten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.